So, ich habe mir einen Kaffee to go gekauft und wie ihr sehen könnt, ist es schon auf. Ich habe mir einen Flammkuchen geholt, also gekauft, und jetzt sind wir gleich in Berlin angekommen und ich hoffe, dass wir ganz, ganz bald ankommen. Wahnsinn, ne? Ach, hier geht's raus. Wir sind in Berlin angekommen und jetzt suchen wir... Warte, hast du irgendwo hier meine... Frag mal ein Taxi. So ihr Lieben, wir sind jetzt angekommen hier bei Astro TV, also beim Studio, wir hoffen, dass es wird. Wir wurden vom Taxi hergefahren und jetzt bin ich gespannt, wie die Fahrt war. Ich habe gesehen, ich habe nicht so viel aufgenommen. Irene, komm mal her. Halt dich mal fest. Ich habe nicht so viel aufgenommen, weil die Fahrt war echt stressig. Ich habe verschlafen und wir hätten beinahe den Zug nicht mehr bekommen. Und jetzt sind wir auf jeden Fall da in Berlin und die Stadt ist einfach schön. Ich liebe Berlin, mein Berlin. Und hier müsste eigentlich auch... Warte. Wir müssen da gleich durch. So ihr Lieben, wir sind jetzt im Studio und warten, bis wir abkommen. So ihr Lieben, ich hatte jetzt gerade ein liebes Gespräch mit dem Herrn Hans und was ich am Vertrag unterschrieben und was weiß ich. Auf jeden Fall ziehe ich mich jetzt um, die Garderobe, und geht es um 14 Uhr auf Sendung. Gleich muss ich noch in die Maske und dann melde ich mich einfach später wieder. Ich bin jetzt fertig angezogen. Ich habe einmal so eine Jacke an, ein weißes Hemd und diese Schuhe, diese schwarze Hose. Und dann geht es jetzt gleich in die Maske. So, Lieben, ich war jetzt noch nicht in der Maske. Wir gehen jetzt erst noch mal raus und schon frische Luft schnappen. Und dann geht es auch gleich schon los. Also die Moderatorin, die war mega nett oder ist mega lieb. Hier müssen wir gleich wieder klingeln, ne? Da vorne ist sie. Oh, wie schön. Voll schön hier. Habt ihr meinen Aufnahme? Da habe ich, glaube ich, euch schon gezeigt, ne? So ihr Lieben, ich war jetzt in der Maske und jetzt geht es zur Sendung. So ihr Lieben, wir sind fertig. Wir haben jetzt die Sendung positiv abgeschlossen. Ich habe noch ein bisschen Make-up drauf aus der Maske. Und es war echt schön, die Sendung. Und lustig. Aber jetzt laufen wir auf jeden Fall zum Hauptbahnhof oder erst was essen und dann, genau. So ihr Lieben, wir haben gerade ein Problem. Warte. Also, ich habe meinen Schlüssel. Ich habe meine Tasche. Ich kann so losheulen, ne?
Ich könnte so losheulen. Ich kann dich nicht ernst. Wir lachen gerade darüber, aber das ist ernst. Ernst ist das. So Leute, also wir haben ein Riesenproblem. Ihr wisst ja, ich hatte ja, wie gesagt, mein Interview bei der bei Astro TV. Und nix, wir sind zum Bahnhof gelaufen, wollten wieder nach Emden fahren. Und deswegen, unser Ticket ist weg. Also wir haben unser Ticket verloren. Und ich gucke alles schon durch, unser Ticket ist weg und wir kommen nicht mehr nach Hause. Also wir können wohl hier übernachten, aber wir wollen nicht im Hotel übernachten. Ah, Mann, ey. Scheiße. Also mein Wasser hier, mein Quetschi. Ist das nie auf ja, komm. Eigentlich könnte ich jetzt so losheulen, ne? Eigentlich könnte ich jetzt so weinen. Sag jetzt nicht, du hast das Ticket. Nee, das ist das nicht. Hier ist noch ein Cent, das freut sich der Kunde. Nee, und zwei Eddings, hab ich nicht. Hab ich nicht. Alles weg. Und der Vlog ist wieder total Chaos. Wir sind auf jeden Fall jetzt hier im Hotel. Und wir warten jetzt, bis wir aufs Zimmer gebracht werden, bis mein Gepäck abgeholt wird. Mittlerweile haben es auch schon 22 Uhr. Ach, oh, wir sind schon zu weit. 533, 506. Guck, jetzt ist mein Gepäck. Ist sie bestimmt da? Ach ja, ich muss sehen. Hallo? Licht? Das ist nicht deren Ernst. So Leute, wir sind im Hotelzimmer angekommen. Das kostet, ne? So Leute, wir sind im Hotelzimmer angekommen und sind endlich im Hotel. Wir wollten ja eigentlich gar nicht übernachten, aber hab uns doch andersrum entschieden. Und jetzt einen Ausblick aussehen. Das können wir nicht essen. Nee, das ist eine Minibar, die kostet. Oh, wie schön. Oh Leute, könnt ihr das sehen? Das ist die Aussicht. Hallo, wir sind im Hotel angekommen und ich gebe euch jetzt eine kleine Roomtour. Ich zieh mal kurz meinen Mantel aus. Achso! Das muss ich rein. Ich check das nicht! So, das ist übrigens mein Outfit heute. Ich muss dann dahin filmen. Okay. Ich check. Wo können denn die Licht? Da. Hä, wo ist hier Licht? Hier? Genau. Genau. So, das ist ein Spiegel, muss aufpassen, ja. Ne? So, hier haben wir eine Badewanne, die wir wahrscheinlich heute eh nicht benutzen werden. Aber um Wasser zu sparen, nehmen wir sie natürlich. Die ist eigentlich sehr sauber. Also ich muss sagen, die ist schlecht, weil ich bin ja immer... Wenn teste ich mal mit dem Finger. Perfekt sauber. Also da muss ich sagen, das ist echt... Also sieht man meinen Kopf überhaupt? Ja. Also, weil wenn ich in Hotels bin, dann lege ich da sehr viel Wert drauf, dass das Hotel sauber ist, weil dafür bezahle ich auch eine Summe, wo gar nicht wissen, was ich für eine Summe bezahlt habe für dieses Hotel. Aber, oh, Geschenke! Die nehme ich alle mit. Das nehme ich. Kommt alles auf deine Rechnung. Die nehme ich alle mit. Das nehmen wir schon mal mit. Die sehen das Video eh nicht, die kennen mich doch eh nicht. So, hier haben wir auf jeden Fall Gläser. Solche schönen Gläser, könnt ihr das sehen? Und ein Wasser natürlich auch, Handtücher wie Skirt. Und jetzt kommt die Toilette. Hier habt ihr eine Toilette. Ne? Und ein Telefon, falls ihr mal kein Klopapier habt.
So, hier haben wir, ich denke mal, für Regenschirme, ne? Genau. Wir schlafen nur eine Nacht hier, Leute. Guck mal hier rein, ein kleiner Schrank, Tresor. Genau. Ach, das gehört alles dazu. Das müssen wir natürlich auch alles gebrauchen, ne? Denk dran, das müssen wir alles nachts gebrauchen. Hier ist ein Fernseher, ein Flachbild. Heutzutage ist es ja eigentlich, sag ich jetzt mal, modern. Wieder ein Telefon, ich weiß nicht, will die Rechnung später nicht wissen. Kommt mal her, Leute. Und natürlich Mirko-Kanal war da. Perfekt. Und ein Herz. Genau. Hier ist eine schöne Lampe. Und hier kann man sich einfach mal hinschillen. Einfach auch, müssen wir fürs Essen gehen, ne? Hier ist auf jeden Fall ein Tisch, wo man sich schön hingesellen kann. Und jetzt kommen wir, ich finde die Aussicht eigentlich total schön. Ich muss leider runterfilmen, dein Schatten ist da. Ach so. Ich möchte das nicht so gerne zeigen. So, machen wir das mal auf hier. Aua, ich krieg immer einen Stromschlag. Ja, ist doch kein Balkon. Nee, ich dachte, das ist ein Balkon. Und Leute, das ist die Aussicht. Total schön. Also, da hinten ist auch der Alexanderplatz. Also, vielleicht können wir die... Ja, genau, hier ist der Alexanderplatz da vorne irgendwo. Komm, machen wir mal zu. Zu ist kalt. Und natürlich, das Wichtigste ist das Bett. Ne? Ich war so schlau und habe mir nicht wie normale, wenn man hier alleine im Zimmer schläft, nur ein Bett gekauft. Gebucht, so. Das sind natürlich die Geschenke. Ich hoffe, die dürfen wir mitnehmen. Weil meine Mama freut sich bestimmt auf Shampoo und Badbier. Und jetzt machen wir mal den Test, ob das Bett gut ist. Das ist hart. Das ist richtig hart, aber was ich auch möchte... Aber du hast das gleiche Zimmer, hast du ja nochmal, ne? Ja, aber trotzdem möchte ich gucken, ob das bei dir sauber ist. Nee. Guck mal hier. Sorry Leute, das ist echt arrogant, sag ich jetzt mal, aber Leute, ihr müsst verstehen, ihr bezahlt ja für dieses Hotel auch was und man möchte natürlich auch dafür ein schönes Zimmer haben. Zeig mal. Was zeige ich jetzt? Das sage ich zu unten. Warte. Nee, guck mal, ich möchte ein neues Bett. So ihr Lieben, ja Leute, das war's wieder von meinem Vlog, aber ich wollte euch noch eine kurze Story erzählen. Ich glaube, sowas habe ich noch nie erlebt. Also ich bin ja nach Berlin gefahren, die Fahrt war auch eigentlich relativ schon wieder dreckig. Sag nicht, das ist schon wieder dreckig. Ich krieg zu viel, ich will das Geld wieder haben, ne? Ich bezahle 280 Euro für dieses Zimmer für eine Nacht. Ich weiß, in den Kommentaren steht jetzt wieder, oh, du bist so eingebildet, du kannst froh sein, dass du ein Zimmer hast. Leute, ich bezahle Geld für, ist sauber. Geh mal her, ich filme das jetzt einfach, ne? Guckt euch das an, wollt ihr so... Das ist noch nicht mal richtig ausgezogen, ne? Leute, wir sind ein bisschen pingelig, was sowas angeht, aber ich schlafe da ja auch mit. Also ich schlafe hier auch in diesem Bett. Und dann erwarte ich ein Bett, was auch sauber ist. Aber wie gesagt, Deutsche Bahn, wie gesagt, Leute, wir haben ein Ticket bei uns in Emden gebucht, weil mir die Reisekosten nicht übernommen werden. Wie gesagt, weil mir die Reisekosten nicht übernommen wird. Und ja, meine deutsche Sprache, ich bin schon... Und dann, genau, weil die nicht übernommen werden... Und dann wollen wir wieder zurückfahren. Die Show, also die Sendung war aus. Und wollen wieder nach Hause fahren. Konnten wir nicht, weil das Ticket erst morgen gültig ist. Und uns hat er das gesagt? Nee, ne? Nee, uns hat er das auch nicht gesagt, dass wir, wie gesagt, dass wir erst am nächsten Tag zurückfahren können. Und dann... Umändern konnten wir es auch nicht. Dann haben wir nur gehört, ja. Und dann haben wir gefragt, sollen wir hier am Bahnhof schlafen oder so? Haben wir gesagt, ja. Ne? Ganz frech, ne? Die Deutsche Bahn. Aber natürlich wären wir nicht auf der Straße geschlafen. Wir hätten natürlich ein Hotel genommen, ne? Aber trotzdem. Es ist schon echt hart. Und ich weiß, ich lese schon wieder in meinen Kommentaren, oh, du bist so eingebildet, du bist dies, du bist das. Aber Leute,
Das ist mir scheißegal. Auf jeden Fall sind wir in Berlin. Wir hatten echt eine schöne Sendung. Wenn ihr euch die noch nicht angeschaut habt, verlinke ich euch das unten bei Leichter Leben. Und ja, ich weiß nicht, wir gehen jetzt gleich noch raus. Ein bisschen. Und sehen noch, was draußen so los ist, weil Berlin lebt. Berlin ist am Beben. Berlin ist am Beben. Und dann werden wir vielleicht noch zum Brandenburger Tor laufen, da noch ein paar Bilder machen, weil abends ist es ja alles ein bisschen schöner. Essen gehen wir heute, glaube ich, nicht mehr. Wir gehen wahrscheinlich nur noch einen Kaffee trinken bei McDonald's. Und ich hoffe, euch hat die Roomtour auch gefallen. Aber Irene, bevor ich das Video beende, ich schaue erstmal das Badezimmer an. Das Badezimmer, auch mein Outfit. Habe ich schon gezeigt, ne? Ich habe ein ganz langes, so ein Long-Hemd an in weiß. Dann habe ich eine schwarze Jeans an, die ist von Lara Fashion. Und dann habe ich noch diese Boots an, die haben bei H&M, glaube, keine Ahnung, wie viel kostet, ich weiß die Preise alle nicht mehr. Aber wie gesagt, Leute, wieder dran. Und ich habe noch total das Make-up, noch Make-up-Reste hier überall, weil die haben mir das nicht weggewischt. Hätte ich das selber machen können, ne? Wenn ich nackt war. So. Also, die Toilette. Die Toilette ist gut. Ja, also es geht. Also, ein 4-Sterne-Hotel erwarte ich mehr, wenn ich ganz ehrlich. Also, höher. Nee, aber wie gesagt, Irene ist schon sauber hier. War dein Zimmer auch sauber? Höher, die haben hier einen Schuhanzieher, Schuhschein. Kommt es mir eigentlich alles auf die Rechnung? Weil das ist doch alles kostenlos. Ich frage mich einfach immer. Oh. Ich frage mich einfach immer hier in Hotels, ob das eigentlich alles. Zeig ich? Ob das eigentlich alles kostenlos ist, was man hier mitnimmt. Weil hier haben wir jetzt zum Beispiel, welche Schuhe und Bademantel. Denkst du, die dürfen mitnehmen? Puh, wollen wir das wieder sagen? Nee, du musst ja aber hochkommen. Ich laufe nicht nochmal nach unten. Jetzt müssen die selber das ansehen. So, wir rufen da jetzt mal zusammen an. Also ich bin pingelig. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wollt ihr in einem Hotel schlafen, was dreckig ist, oder wollt ihr in einem Hotel schlafen, was sauber ist? Also ich bin meiner Meinung, entweder möchte ich das Geld wieder, aber wir müssen hier schlafen, sonst müssen wir durch ganz Berlin laufen. Aber wir rufen da jetzt einfach mal an. Ja, okay? Ich rufe jetzt einfach an. Ja, die sollen hochkommen und sich selber das angucken. Willst du das machen? Ja. Ich denke auch schon wieder dich. Ja, Leute, so sieht das aus, wenn wir das Hotelzimmer kontrollieren. Laut der Rezeption bekommen wir jetzt ein Zimmer, was eine Kategorie höher ist, ne? Was auch teurer ist. Also dann 300 Euro bestimmt, ne? Nee, aber wie gesagt, Leute, also das geht gar nicht. Kann euch das auch gerne nochmal zeigen. Hier sind überall, ich mag das gar nicht anfassen, überall Haare. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt hier finde. Wo waren die nochmal? Hier. Wo denn? Schaut euch mal die... Oh nee, ich finde das nicht, das ist eklig. So, ihr Lieben, wir sind jetzt im dritten Zimmer. Ja, Leute, wir haben jetzt ein neues Zimmer bekommen. Eine Kategorie, wie gesagt, höher. Sag nicht, da sind wieder Haare drin. Dann check ich aus. Dann laufe ich durch Berlin rum. Nee, Leute, wie gesagt, wir haben sogar eine Waage. Und die wissen, wie viel ich wiege. Die Toilette ist ausnahmsweise mal sauber. Der Spiegel und die Badewanne, ne? Und jetzt zeige ich euch mal das Hotelzimmer. Wie gesagt, geh mal kurz weg, bitte, dann sieht man dich. Das sieht natürlich ganz anders aus, das Zimmer hier. Natürlich ein bisschen edler, aber die Aussicht ist erstmal der Hammer, Leute. Ich zeig euch die mal. Oh mein Gott, das ist so schön.
Oh mein Gott. So, ihr Lieben, wir sind wieder zurück vom Brandenburger Tor und Hauptbahnhof. Im Hauptbahnhof, muss ich sagen, waren wir nicht mehr, das war schon zu weit. Und das ist jetzt diese Aussicht, schaut euch die an. Voll das Schön hier. So, ihr Lieben, hier beende ich jetzt auch den Vlog. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Der war ein bisschen chaotisch, ich habe nicht so viel gefilmt, weil wir auch mit der Bahn echt viel zu tun hatten, so und so. So und so, ja. Und wir gehen jetzt gleich schlafen, weil wir morgen wieder früh aufstehen müssen, weil unser Zug wieder zurückfährt, den wir ja leider verpasst haben, dank der Deutschen Bahn. Und also es war echt krass, wir haben nämlich auch unser Ticket verloren, aber das ist jetzt eigentlich auch alles Nebensache, ne? Ich hoffe, euch hat, wie gesagt, heute der Vlog gefallen. Wenn euch der Vlog gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert meinen Kanal, um kein weiteres Video mehr von mir zu verpassen. Schaltet die Glocke neben dem Abo-Zeichen an. So werdet ihr ebenfalls benachrichtigt, wenn ich ein Video lade. Und ja, das ist die Aussicht. So schlafe ich später ein. Nice. Don't need nobody in my soul. I get down to the beat, I lose control.